ihr zuerst die harte, harte Tour oder dann doch eher die harte, weichere Tour? Und kann das sein, dass VW tatsächlich auf uns Kunden gehört hat? Sie sind nicht sehr sinnvoll, aber irgendwo einfach auch geil. Das ist wirklich wie so Bud Spencer, so ein Isch. So, Freunde, ich habe heute einen leicht amüsanten Vergleich für euch am Start. Und zwar die beiden Kandidaten, die wir uns angucken, sind fast exakt gleich groß, sind alltagstauglich irgendwo, sind beide blau und sind beide extrem schnell. Und die Rede ist von diesen beiden da. Und zwar gucken wir uns heute an Hyundai Kona N gegen VW T-Roc R. Zwei, ja, Hot Hatches kann man ja nicht dazu sagen, sondern Hot Mini-SUVs, gell? Und wir stellen uns die Frage, bei zwei Autos, die eher sinnlos sind, welcher von den beiden am Ende der sinnvollste ist, gell? Weil 42.000 Euro Liste gegen fast 60.000 Euro Liste hier beim T-Roc R. Autsch! Aber ich hätte gesagt, wir fahren das Ganze aus, wir sind am Flugplatz. Das bedeutet, wir starten mal knackig mit dem Drag Race. Der VW T-Roc R wird angetrieben durch einen 2 Liter Reihenvierzylinder TSI Motor mit 300 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Der Kona auf der anderen Seite wird ebenfalls durch einen 2 Liter Vierzylinder angetrieben, aber mit 280 PS und 392 Newtonmeter Drehmoment. Und ich weiß, ihr seid jetzt schon wieder kurz vor dem Ausrasten. Ach Gerrit, wie kannst du die beiden vergleichen bei einem Drag Race? Der T-Roc hat Allrad, der Kona hat nur Frontantrieb. Ja, aber es wäre doch langweilig, wenn ich einfach nur sagen würde, ja, der T-Roc ist so viel schneller als der Kona. Deshalb zeige ich euch das lieber. Ich bin ready. Ah, komm mal. Boah, schießt der los. Scheiße. Okay, alter Verwalter. Aber jetzt geht's. Jetzt bleibe ich dran oder auch nicht. Ey, war das ein Sprung, wie eine Gazelle hier, der T-Roc, der war batsch weg. Also ich finde, ich habe es nicht schlecht gemacht, ich hatte fast keinen Wheelspin, aber ja, ich habe es mir fast gedacht, ne? Hier die Launch Control beim T-Roc mit Allrad ist einfach eine Macht. Scheiße. Naja, das war deutlich, glaube ich. Ich blende jetzt mal hier einen Quark ein. Ja. Aber Freunde, damit ich hier die Kohlen noch aus dem Feuer ziehen kann für den Kona N, hätte ich gesagt, machen wir jetzt mal ein Durchbeschleunigungsduell. Ihr hattet recht, ich weiß, Allrad gegen Frontantrieb, keine Chance beim Losbeschleunigen. Aber Durchzug ist angesagt, ab 60 km/h, ab den Pylonen, feuerfrei. Und da denke ich, dass der Kona N doch ganz gut mithalten kann. Ich bin ready, ich hoffe ihr auch. Los geht's. Ah, ja, ich komm weg! Ich komm tatsächlich weg! Kona, gib alles! Guck mal, das ist gleich auf! Die bewegen sich nicht! Die bewegen sich einfach nicht! Nein, jetzt kommt der T-Roc! Wow! Leute, 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 damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass der T-Roc so langsam wegziehen würde. Nee, nix da. Das war wie ein Stein gemeißelt. Ne? Ich habe die ganze Zeit auf die Tür vom T-Roc geguckt. Haha, sehr schön. Der Hyundai Kona N ist nicht langsam. Wenn man mal überlegt, 0 auf 100 ist er schneller als ein Honda Civic Type R. Obenrum geht ihm dann ein bisschen die Puste aus, das merkst du. Topspeed hier 240 km/h, während der T-Roc 250 rennt. Da trennt sich wieder die Spreu vom Weizen. Aber so beim Durchbeschleunigen waren wir gleich auf. Und dann hat man natürlich so Spielereien, wie zum Beispiel hier den NGS-Knopf, N-Green Shift. Auch da wieder. Das ist nicht wirklich erwachsen, das ist eher verspielt und kindisch, aber geil. Wenn du drauf drückst, hast du 20 Sekunden lang das maximale Drehmoment von 390 Newtonmeter. Jo, so ein bisschen wie Need for Speed spielen. Ne? Drückst drauf, zack, feuerfrei. Und dann hast du den T-Roc R. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drum streiten. Das ist einfach eine Geule. Die Kombination aus dem VW EA888, dem 7-Gang DSG und dem Haldex Allrad. Ne? Du spannst ihn davor, Launch Control, und es ist wirklich wie so Bud Spencer, so ein Isch. Oh.
Junge, Junge, Shepard, der da wirkt, das ist unglaublich. Was mir bei beiden sehr, sehr gut gefällt, und da sind sie auch echt ähnlich, und zwar haben beide ein sehr homogenes Beschleunigungsbild. Beide haben so circa ab 2000 Drehungen bis dann 5000 Drehungen ihr maximales Drehmoment. Und dann ist da echt, ihr habt es ja gesehen, wir waren Tür an Tür, einfach ununterbrochenes Beschleunigen. Ja, schnell sind sie beide. Am Ende, ja, geht die Nummer an den T-Roc, weil das ist eine Geule, klar. Aber wenn ich jetzt diese ganzen Beschleunigungsemotionen mal beiseite lasse, gibt es einen Punkt, der mich so ein bisschen nervt. Es ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau, weil so der Laie kriegt es eigentlich so gar nicht mit. Aber ich als Purist, der extra viel Geld ausgibt für einen R, 60.000 Euro, hätte gerne hier auch im T-Roc Air, wie beim Tiguan Air und beim Golf 8 Air, die 320 PS und die 420 Newtonmeter Drehmoment mit dem EA888 Evo 4. Hast du hier nicht. Hier hast du nur 300 und nur 400 Newtonmeter Drehmoment, weißt du? Und wenn wir uns da mal das Thema Kurvenkirmes angucken, sage ich es mal so, du spürst so grundlegend, dass es nach wie vor Mini-SUVs sind, also so ein Ticken mehr in Richtung Alltag ausgelegt sind. Und auch da im Vergleich zu ihren flacheren Brüdern Golf R und i30N Performance ist es so ein Ticken weicher abgestimmt. Wer jetzt aber denkt, dass die Autos langsam sind in den Kurven, der hat weit gefehlt, denn die sind mal richtig geil zu fahren, das sag ich euch. Und sie unterscheiden sich auch da grundlegend, was ich toll finde. Und zwar hier beim Kona N ist das so, dass er generell einfach härter abgestimmt ist. Das spürst du. Das ganze Fahrwerk ist knackiger, härter. Du spürst jeden Stein. Und dazu ist die Lenkung auch deutlich schwergängiger. Sie ist gut, sie reagiert schön und die Vorderachse macht ganz genau das, was ich will, was ich klasse finde. Und wenn du mal so ein bisschen übertreibst, ne, so mal batsch, batsch einlenkst, ne, kann es gut sein, dass dich hier bei deinem Kona N mal das Heck überholt. Auch nicht schlecht, oder? Und beim T-Roc Air ist es dann so, das hat meine Frau ganz gut beschrieben, und zwar, huch, der ist ja federleicht im Vergleich zum Kona N. Und da hat sie vollkommen recht, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl von der Lenkung her. Das ist deutlich, guck mal hier, zack, der macht das so locker flockig, so aus dem Ärmel geschüttelt. An sich ein tolles Gefühl bei der Lenkung. Das Einzige, was ich hier meckern kann, weil es ja nicht die MQB Evo Plattform ist, sondern die einen davor, also vom Golf 7 zum Beispiel, ist es so, dass um die Mittellage die Teigigkeit einfach zu krass ist. Also guck mal, ich lenke ein, es passiert einfach nichts, nada, niente, basek naduce. Und auch beim Fahrwerk ist alles ein bisschen weicher im Vergleich zum Kona. Nicht schlecht, also da kann man auch extrem gute Kurvengeschwindigkeiten fahren. Also da kannst du richtig schön die Sau rauslassen und dann mit dem Haldex Allrad schient er da schön durch. Das ist generell so ein Ticken souveräner im Vergleich zum Kona. Aber ich habe das Gefühl, dass hier der T-Roc Air auch im Vergleich zum Golf Air ein bisschen zu weich abgestimmt ist. Klar, jetzt sagt ihr wieder, oh Gerrit, hast du mal auf den Querschnitt von den Reifen geguckt, ne? Der hat mehr Querschnitt als meine Omi. Ja, klar, natürlich, das liegt auch daran. Aber auch wenn der Querschnitt doof wäre, ne, ist er weicher. Und ich, ja, das ist schon fast ein bisschen waschlappenmäßig, ne? So hart es klingt. Aber wenn ich schon R nehme, will ich R und nicht Dass beide Kurven können, ist glaube ich schon ziemlich klar, oder nicht? Aber trotzdem juckt es mich jetzt, ein bisschen Zeiten zu messen. Und zwar sind wir jetzt hier nochmal auf dem Flugplatz. Ich habe einen Pilotenparcours aufgebaut. Ich habe da so eine Vermutung, muss aber absolut nichts heißen, gell? Los geht's. So, mit 80 fahre ich mal da rein. Und dann machen wir ein bisschen Spaß. Boah, der lässt sich unfassbar gut bewegen hier, der Kona N. Ah, das war ein bisschen ungestüm hier in die Haarnadel. Da kommt er halt mit seinem ELSD an seine Grenzen. Und feuerfrei überstattet. So, und was sagt er? 14,91. Das hat sich flott angefühlt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt schnell war, aber ich hätte gesagt, jetzt machen wir den T-Roc. Vorderachse funktioniert auch ganz gut, aber abgefahren. Der T-Roc ist so viel weicher abgestimmt vom Fahrwerk her. So, jetzt einmal rum. Boah, da tut er sich schwer. Jetzt Zug raus und schmier, schmier, schmier. Hier ist der Allrad halt geil. Zack und über Startziel. Abgefahren. Also ich hätte niemals gedacht, dass der T-Roc
so viel weicher abgestimmt sein würde als der Kona N. Wow. Okay, aber er hat sich trotzdem sehr schnell angefühlt. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was die Zeit bringt. 14,9 hat der Kona gemacht. Und mal gucken, was der T-Roc gebracht hat. Und, was sagt die Zeit? Knappe Geschichte, aber das habe ich mir fast gedacht, dass der Kona N da so ein Ticken schneller ist. Nicht schlecht, Herr Specht. Und natürlich müssen wir uns bei den beiden auch die Optik angucken. Und wollt ihr zuerst die harte Tour oder dann doch eher die harte, weichere Tour? Ich hätte gesagt, wir fangen gleich knallhart mit der harten Tour an. Und zwar mit dem Kona N. Guckt ihn euch mal an. Also das ist schon echt eine Ansage. Fette Lufteinlässe, dazu die faken Quattro-Einlässe hier vorne. Und dazu auch noch ganz klar diese typischen N-Merkmale wie das Logo. Und wisst ihr was? Was schätzt ihr, wie viele N-Logos gibt es am ganzen Fahrzeug? Also sowohl außen als auch innen. Insgesamt sind es 20 Stück. Boom, wenn ihr N wollt, kriegt ihr hier. Der rote Streifen, der einmal ganz außen rum geht. Und für mich auch dieses Performance-Blau, was sich jetzt bei N einfach komplett etabliert hat, finde ich sehr schick. Und an der Seite angekommen, schöne 19 Zöller, die wir auch schon vom i30 N Performance kennen. Gefallen mir sehr gut. Dazu auch noch rote Bremssattel mit dem N-Logo. Aber wenn man dann hier hinkommt, jetzt geht's ab. Jetzt müsst ihr euch gut anschnallen, weil das Heck ist echt brutal. Fetter Dachkartenspoiler. Sieht auch noch extrem cool aus hier mit der dritten Bremsleuchte. Darth Vader lässt grüßen, ne? Schaut euch mal hier diesen fetten Diffusor an. Der bringt überhaupt nichts. Also aerodynamisch komplett fehl am Platz. Sieht aber krass aus. Und was auch noch krass aussieht, ja, muss einfach sein, zwei fette Endrohre. Und dann hast du am Heck einfach einen Cocktail an Aggressivität, an Sportlichkeit, die echt fast nicht zu übertreffen ist. Das ist schon extrem mutig. Und wenn wir dann langsam mal zum T-Roc wechseln, ist es eine ganz andere Geschichte, wie ich finde. Der ist hier deutlich mehr Understatement, deutlich ruhiger. Man sieht es ihm halt einfach nicht an, dass der 300 PS hat, oder nicht? Und wenn wir uns hier mal so die Highlights angucken, jetzt mit dem Facelift haben wir so ein paar Veränderungen, zum Beispiel neue Schürzen vorne und hinten, neue Scheinwerfer und auch neue Rückleuchten. Und dazu ist jetzt einfach diese Markenidentität geworden bei VW. Das durchgezogene Leuchtenband, zack, einmal rüber. Hier beim T-Roc finde ich es aber so ein bisschen fehl am Platz. So ein bisschen wie die Ecken von Julian Brandt beim BVB. Ne? Beim Golf und beim Polo und auch beim Arteon sieht es gut aus. Hier, ne. Aber der wache Zuschauer erkennt sofort, dass es hier um die krasse Variante handelt. Denn man sieht hier, da ist es. Das R-Logo. Und da ist auch der springende Punkt, wie ich finde. Wenn du mal an die Seite wechselst, siehst du hier die Winterfelgen. Die sehen nach nichts aus. Da sieht man mal wieder, wie viel Felgen bei einem Auto ausmachen, gell? Ein Laie hätte jetzt gesagt, ja, das ist der 1 Liter TSI-Motor mit Airline. Mehr aber auch nicht. Normalerweise hätten wir jetzt hier die schönen 19 Zoll Estoril-Felgen am Start, glanz gedreht. Finde ich, passen auch zum Auto, machen den Wagen wirklich auch sehr schick. Das passt natürlich gar nicht. Und ein Highlight für mich, hier die R-Performance-Bremse, die zweiteilige Stiftbremse, finde ich sehr, sehr cool. Und das Heck des T-Roc R ist auch eigentlich fast schon langweilig, wie ich finde. Was sagt ihr? Das Einzige, was den Wagen scharf macht, ist hier unten. Ja, kostet knackige 4.000 Euro und hört auf den Namen A und Krapovic. Und zwar ist es die fette Titanabgasanlage. Finde ich, sieht optisch sehr, sehr geil aus. Ob man dafür 4.000 Euro ausgeben sollte, ist die Frage. Ne? Aber schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Auf welcher Seite seid ihr? Hier, volle Kanone N oder Undercover R. Ich musste gerade lachen, gerade eben ist so ein rüstiger Herr vorbeigelaufen, der hat gesagt, Kona N, mega geil, den nehme ich. Und dann habe ich ihn noch ganz kurz gefragt, wie viel PS hat denn hier der VW? Hat er gesagt, 200. Da hast du es. Das ist halt ganz geil. Undercover, Vollgas in your face. Auf welcher Seite seid ihr? Und
wenn wir uns dann mal die Innenräume genauer angucken, fällt so auf den ersten Blick schon auf, dass sie auch irgendwo deutlich Carsten Maschmeyer-Land sind, denn es ist viel Plastik am Start. Trotzdem haben wir so ein paar coole Features, die beide haben, die einfach auch so ein Mini-Hot-SUV ausmachen, wie zum Beispiel coole Sportlenkräder. Dazu auch noch ganz wichtig, gehört einfach dazu, so Semischalensitze, die, wenn man ein bisschen, ja, sagen wir es mal so, einen heißen Schuh fährt, recht guten Seitenhalt geben. Man muss jetzt nicht übertreiben, da gibt es deutlich engere Sitze. Aber auf der anderen Seite, wenn man länger unterwegs ist, zum Beispiel mit der Family oder auf einem Business-Trip, doch dann sehr angenehm ausfallen. Trotzdem unterscheiden sich die beiden grundlegend in der generellen Bedienung. Und zwar merkt man hier beim T-Roc Air ganz klar, dass das Ganze eher Touch ausgelegt ist. Auch im Vergleich zum Vor-Facelift eine ganz andere Situation. Hier gehen bei mir aber ein bisschen nur die Meinungen auseinander. Am Lenkrad ist es eher unvorteilhaft. Es sieht zwar schick aus und wenn man drauf drückt, ist es schon cool gelöst. Aber ich merke es bei mir, wenn man mal schneller fährt, und das hat man auch gerade am Slalom gemerkt, wenn du einlenkst, kommst du gerne mit dem Handballen an deine Lenkradheizung. Ist ja so ein Running Gag bei uns auf dem Kanal, ist natürlich nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite, hier die Klimabedienung, die ist im Vergleich zum Golf deutlich besser gelöst, weil du hast hier so Kerben, wo du deine Finger reinmachen kannst und hin und her schieben kannst. Ist nicht zu verfehlen, so kann man das durchaus stehen lassen. Und auf der anderen Seite haben wir dann den Kona, der eher so ein bisschen klassischer und analoger ausgelegt ist. Ja, na klar, auch hier haben wir ein Touch-Display, was gut funktioniert und ein schickes digitales Kombi-Instrument. Ach, der Drehzahlmesser brennt, wie geil ist das denn? Völlig kindisch, aber passt irgendwo einfach zum Auto, oder nicht? Aber generell hat man hier einfach noch Drehregler, um zum Beispiel seine Klimaanlage zu bedienen oder auch haptische Knöpfe in der Mittelkonsole, um zum Beispiel seine Sitzheizung anzumachen oder auch die Lenkradheizung. Und da ist es dann so, am Ende des Tages ist es einfach Geschmackssache, was man selber haben will. Klar, man kann argumentieren, dass der T-Roc einfach generell so ein bisschen aufgeräumter aussieht mit dem Touch und auch moderner. Aber ich bin so jemand, ich mag es einfach, wenn ich in der Früh Knöpfe drücken kann und es einfach funktioniert. Wie jetzt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und kann das sein, dass VW tatsächlich auf uns Journalisten und auf die Kunden gehört hat? Und zwar hier das Dashboard mit Softtouch endlich befüllt hat und nicht wie beim Vor-Facelift das Ganze mit Kick-Hard-Plastik dann angebaut hat. Wie peinlich war das denn bitte? Also das geht gar nicht bei einem Auto, was auch damals fast 60.000 Euro gekostet hat. Peinlich, peinlich, peinlich. Aber um das Ganze abzuschließen, muss man schon sagen, dass der T-Roc von den Materialien und auch von der Bedienung so ein Ticken besser ist. Gut, bei 20.000 Euro teurer als der Kona N erwarte ich das irgendwo auch. Sei krass, oder dass man sowas diskutiert. Aber der Punkt geht an den T-Roc. Trotz fast identischer Länge von 4,20 Meter und einem Radstand von 2,60 Meter hat der T-Roc in Sachen Platzangebot die Nase vorne. Das beginnt bereits beim Fond, wo ich mit 1,80 Körpergröße einfach mehr Platz habe im VW. Das gilt sowohl für die Beinfreiheit als auch für die Kopffreiheit. Und so geht es auch weiter beim Kofferraum. Hier bietet der Kona N 361 Liter bis 1143 Liter, wenn man die Sitze umklappt, während der T-Roc Air gerade ein Quäntchen mehr hat mit 392 bis 1237 Liter. Aber bei beiden nichts Weltbewegendes, aber für den Alltag gut. Und ich weiß ganz genau, dass ihr auf das Thema Sound steht, sonst hättet ihr gar nicht erst auf dieses Video geklickt. Aber auch da unterscheiden sie sich. Während hier der Kona einfach so ein bisschen frecher ist, ein bisschen blecherner, ein bisschen röhrender ist, ist auf der anderen Seite der T-Roc so ein bisschen entspannter mit der Akrapovic, die es nicht serienmäßig gibt, sondern wie gesagt 4.000 Euro kostet. Da ist es so, es ist ein anderes Klangbild, deutlich mächtiger in gewissen Lebenslagen, was schon sehr cool ist. Das klingt auch einfach so. Ist schon sehr, sehr geil. Thank you.
Und da ist auch für mich ein springender Punkt, da werden sich auch bei uns die Geister scheiden. Und zwar hast du hier beim Kona N die Abgasanlage die ganze Zeit zu hören. Sprich, wenn du in der Früh den Wagen anmachst, dann weiß der Nachbar von nebenan, ah, ja, der Gerrit ist mit seinem Kona N mal wieder losgefahren. Ne? Was für viele von euch echt geil ist. Ich finde aber am Ende beim T-Roc Air das Ganze ein bisschen angenehmer, weil wenn du aus Race rausgehst und in Komfort gehst oder in Eco gehst, das Ganze deutlich gedämpfter, mehr so dieser nette Nachbarmodus, was mir persönlich ein bisschen besser steht. Wenn ihr sagt, ey, nee, ich will die ganze Zeit Haut drauf, passend zur Optik, dann seid ihr hier beim Kona N genau richtig. Und in Sachen Alltag und Komfort geht die Nummer ganz klar an den T-Roc Air, weil ganz ehrlich, schaut mal her, ich bin aus R draußen in Komfort oder in Eco. Das fühlt sich an wie ein 1 Liter TSI-Motor. Du gleitest vor dich her völlig entspannt. Hier beim Kona N ist es so, der ist einfach härter abgestimmt und die Abgasanlage hörst einfach viel mehr. Er macht es aber trotzdem ganz gut im Alltag. Da war ich überrascht. Ich bin nach München und zurückgefahren, insgesamt 800 Kilometer. Völlig easy, ganz entspannt angekommen. Aber, so weißt du, im Großen und Ganzen ganz genau. Und wenn wir schon dabei sind, wie sieht es denn aus mit dem Verbrauch? Und da geben sie sich auch nicht sehr viel. Sie sind beide so zwischen 8 und 9 Liter unterwegs, während der T-Roc Air so einen Ticken mehr verbraucht, wahrscheinlich auch durch den Allrad, aber alles in Ordnung. Kennen wir ja. Und wenn du ein bisschen schneller fährst, klar, bist du jenseits der 10 Liter. Und auch für diejenigen, die jetzt kommentieren, aber ich bin mit meinem Kona N unter 7 Liter gefahren. Ja, habe ich auch geschafft. Kannst du hier beim T-Roc Air auch schaffen. Aber dafür kaufst du nicht die Bolzbuden, ganz klar. So, da hätte ich gesagt, dann ist es Zeit für die Entscheidung. Und ich muss immer noch lachen bei den beiden Fahrzeugen. Es ist irgendwo so, wie am Anfang gesagt, sie sind nicht sehr sinnvoll, aber irgendwo einfach auch geil. Und ich könnte sie so beschreiben, der T-Roc Air ist für mich der Hulk. Weil im Alltag ist er so dieser typische Bruce Banner, ne? Völlig entspannt. Man sieht es gar nicht an, dass er so viel Leistung hat. Und wenn man ihn dann fordert, dann eskaliert er mal so richtig. Und auf der anderen Seite hast du den Kona N, der die ganze Zeit sowohl von der Optik als auch vom Sound als auch vom Fahren einfach mehr auf die Kacke haut. Vergleiche ich das Ganze hier mit Iron Man, weil der einfach so von der Präsenz und vom Auftreten halt einfach hier so Und somit, wenn wir uns jetzt mal die Preise angucken zum Schluss, da sage ich es euch knallhart, also Kona N kannst du fahren ab 38.900 €. Und dann haben wir noch so ein paar Spielereien gehabt. Was ich aber cool finde, nicht zu viel, ist auch wieder schön bei Hyundai. Und zwar einmal das Assistenzpaket, einmal das Komfortpaket und dann noch das Performance Blau draußen. Und dann sind wir so bei knapp 42.000 €. Und dann hier auf der anderen Seite der T-Roc, der hat mal vom Grundpreis her schon mal 10.000 € on top. Da geht's los ab 48.500 €. Und dann ist es auch da wieder typisch VAG. Dann wählst du das aus und dann das und dann das. Und das summiert sich, weil ich meine, der Wagen hat noch nicht volle Hütte. Zum Beispiel fehlt hier noch das Panoramadach. Und dann kratzt du ganz schnell an den 60.000 €. Und das ist schon... Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ist das eine harte Nummer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz, weil der T-Roc Air ist klasse im Alltag. Ich bin im Wagen sehr gerne gefahren und wenn du dann mal ein bisschen die Sau rauslassen willst, zack, hier auf R-Knöpfe drücken und dann schießt er da los. Unfassbar. Aber 60.000 €, Freunde, ist schon fast wieder zu frech. Gell? Wir haben so ein paar nette Spielereien jetzt mit dem Facelift, die ich echt klasse finde. Aber nicht für das Geld. Und auf der anderen Seite der Kona, ja, das ist halt... Ich meine, das passt auch zum Video. Wenn du schon so ein bisschen bescheuerter gehen willst, dann passt das Auto. Und ja, für 20.000 € weniger als der T-Roc ist, also hat der wirklich sehr, sehr viel. Und der ist gar nicht so weit weg von dem VW, muss man ganz klar sagen. Aber am Ende hätte ich auch da gesagt, 42.000 € ist mir einfach too much. Aber um einen Sieger zu küren, ja, die Nummer geht an den Kona. So ist es. Und damit hätte ich gesagt, Freunde, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, welchen von den beiden würdet ihr nehmen oder gar keinen? Würdet ihr lieber den Lamborghini Urus nehmen für 250.000 €? Weil der ist eigentlich so in der gleichen Kategorie wie die hier, bloß halt sehr viel teurer. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der kleine Vergleich hier gefallen. Falls ja, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder in einem neuen Video. Tschüssi, Gott.